Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Auch wenn ich mich heute das erste Mal alleine melde. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich ein bisschen einkaufen war. Es ist ein etwas anderer Vlog und zwar ist Mone wirklich komplett RIP. Also sie ist komplett flach gelegt, beziehungsweise sie liegt komplett flach, was in Deutsch. Und ich habe beschlossen, dass ich heute was für sie kochen werde und sie wird den Vlog ja erst am Morgen sehen. Ich werde Pizzabrötchen selber machen, weil sie hat sich gestern Pizzabrötchen gewünscht und dann habe ich aber nein gesagt und dann haben wir halt was anderes gegessen. Und deswegen dachte ich mir, komm, mache ich heute Pizzabrötchen selber. Dafür habe ich jetzt den Rohteig gekauft, Käse und Thunfisch. Ich werde mir welche mit Käse machen und sie Thunfischkäse. Ja, und ich werde euch heute dafür ein bisschen mitnehmen und dann nachher natürlich auch vloggen und ihr werdet Mona auch sehen und so. Aber ihr geht es halt wirklich nicht gut, auch wenn sie vielleicht jetzt fit aussieht, aber sie fühlt sich schon echt schlecht. Naja, ich muss alles hier mit dem Handy vloggen, weil die Kamera zu Hause liegt, aber ich hoffe, das sollte gehen von der Qualität her. Ja, jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Hallo, 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 hallo. Wo ist mein Schatzi? Hallo. Guck mal kurz hoch. Hallo. Ich dachte, ich soll nicht gucken. Ja, ja, jetzt nicht mehr. So, bleib da. Na, hi, Juli. Hi. Ich muss erst in den Kühlschrank räumen. Du darfst auch jetzt nicht mehr reingucken, ja? Möchtest du was trinken? Was denn? Apfelsaft. Apfelsaft? Okay. Okay, ihr seht, ich bin zu Hause angekommen, habe jetzt die Sachen weggeräumt. Ohne geht's. So lala. Ich vlogge jetzt ganz kurz noch weiter mit dem Handy, aber vielleicht vlogge ich auch den ganzen Vlog hier mit dem Handy, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall hat die junge Dame einen Mülleimer geholt. Und den wollen wir jetzt mit euch zusammen auspacken, beziehungsweise Mone packt den aus und ich filme. Yay! Marke und so ist völlig egal, wir haben einfach bei allen bei Amazon bestellt. Also Mone hat den bestellt. Ich muss filmen. Okay, dann halt die Kamera. Ich hoffe, er ist so, wie ich ihn mir vorstelle. Ich dachte, der wäre Silber. Nein. Ja. Alter! Sieht der gut aus? Der sieht voll geil aus! Ja, oder? Herr Matt, voll schön. Pack mal aus. Oh, wie schön! Hier, Juli, guck mal. Du darfst hier mitspielen. Du kommst da rein. Was? Du bist ja eine geile Sau. Okay. Oh, meine Filmskills hier schon wieder. Ich habe, glaube ich, gerade aus Versehen kurz den Boden gefilmt. Alter, da ist eine Delle drin. Echt jetzt? Aber ist raus. Ach oh, Gott sei Dank. Echt jetzt? Zeig mir. Ach, Manu. Was sind das denn für Arschis? Ja, dann schicke ich den zurück. Sollen die mir einen neuen schicken? Ja, hier siehst du, man sieht es sogar auf der Kamera. Ja, man sieht es. Nö, dann möchte ich einen neuen haben. Ja, siehst du, das macht klebt das Ding wieder dran. Nö, aber gut aussehen tut er doch, oder? Ja. Bestell ich einen neuen. Ach Mann, oh, das ist ja arschig. Passt denn da hier rein? Ja, guck mal, man hat schon eigentlich gesehen, dass hier irgendwo so was, dann wurde das so kurz eingeknickt, weißt du? Ja, aber guck mal, der war ja auch jetzt nicht wirklich gesichert, ne? Also. Nee. Scheiße. Ansonsten ist das ja geil. Oh, der macht fährt sogar langsam. Du tust, als hättest du dich gar nicht über den erkundigt. Hab ich auch nicht. Ich hab mir einfach. Kauft doch von Mülleimer. Es sah schön aus, rosa habe ich gekauft. Achso, okay. Ja, wie cool. Guck mal, der geht egal, der ist kaputt, Mann. Was soll das? Hier kaufe ich mal. Und dann kannst du den hier so raus. Ah, ja, toll. Jetzt muss ich den wieder zur Post bringen und so. Was soll das? Ja, cool. Kannst du. Wie geht das da? Das ist ja schon doof. Ja, man nimmt man jetzt auch zwei Handy. Ja. Die ganze Zeit. Tu dir mal in die Küche stellen und guck, ob der gut ist. Weil unser jetziger ist halt irgendwie nicht so schön. Aber oh, der macht sich, glaube ich. Oha, das sind ja richtig zwei dicke Beulen. Jetzt im Licht sieht man das erst, wie dick die Beulen. Das sind zwei Stück. Der passt gut in die Ecke, glaube ich. Der passt oder? Gut hier rein, ne? Ja. Sehr gut, Babe. Auch wenn wir jetzt einen neuen brauchen. Aber ist cool. Sehr gut. Ich habe noch was anderes bestellt. Was denn? So, Mona hat noch was anderes bestellt. Aber sie wollte nicht sagen, was. Ich ziehe da mal Schuhe aus. Machen wir jetzt hier großes Pack-Opening, oder was? Ja. Okay, ich setze mich mal hier hin. Oh, geil! Ein Wecker! Oh Mann, du bist so gemein. Ich weiß nicht mehr, was du wolltest noch. Oh, ehrlich? Du bist das für ein Arsch. Was brauchst du? Ich habe ihm eine Sache gesagt, die ich gerne hätte und er hat eine. Ah, doch, ich weiß wieder. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Na, wo ist denn mein? Ja, noch nicht da, aber... Du hast noch nie was bestellt. Komm her. Alter, wie geil. Ich habe mir schon vor lange so ein Ding gewünscht. Ja, pass auf, aber du kannst... Ja? Wählen. Du hast mehrere bestellt. Du bist die krasseste. Guck mal, das ist ja so ein richtiger Oldschooler. Ja, du wolltest ja so ein... Du kannst von mir jetzt auch beide. Das ist ja so ein richtiger Oldschool, ne?
Aber er wollte, er hat sich halt ein Wetter gewünscht. Und dann hatte ich mich mal informiert. Ah, okay. Informiert? Ja, mein Schatz merkt, dass er nicht gut geweckt wird. Dann habe ich mich informiert nach guten Weckern. Okay. Was hast du gegoogelt? Die besten Wecker 2019? Nein, gute Wecker. Und dann habe ich halt den hier geholt, weil du so einen wolltest. Ja. Und wenn du das hier nicht willst, schicke ich das zurück. Das ist so ein Gerät. Oh mein Gott. Pass auf, das ist so ein Gerät. Ja. Und da kannst du halt so einstellen, wenn mit welcher Farbe, also wie mit welcher Sonnenstärke du morgens geweckt werden willst. Zum Beispiel im Winter, jetzt momentan ist er halt hell, aber so im Winter. Ja, okay, muss ich ausprobieren, da weiß ich nicht. Der ist natürlich auch cool, ne? Okay, dann, Leute, schreibt mal rein, welchen ihr behalten würdet. Den fortschrittlichen oder den richtigen Oldschooler? Boah, das ist der kurioseste Vlog, die ganze im Handy, ne? Aber ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob das so eine Notfallvariante ist. Wir testen das jetzt einfach mal einen ganzen Vlog. Wir gucken jetzt hier mal mit den Weckern und dann würde ich sagen, Schatz... Oh Mann, das ärgert mich voll mit dem Mülleimer. Will ich dich bekochen? Ja, was denn? Ja, das erfährst du nicht. Die Leute, wir sind schon. So, ich habe jetzt schon angefangen. Hier mache ich jetzt weiter. Das ist jetzt das Erste. Ich darf nicht erzählen, was. Ne, weil Mono liegt da vorne. Aber ja, so sieht es jetzt aus. Wie ich das genau gemacht habe, erzähle ich euch dann nachher, wenn Mono es gesehen hat. Ja, das fülle ich jetzt noch und dann sollte es eigentlich dann gleich Essen geben. Okay, ganz kurz. Mono ist gerade draußen. Schnell mit Juli. Einmal vor der Tür. Ihr nehmt quasi den Pizzateig, befüllt das, rollt das ein, schneidet das, drückt das so ein bisschen klein und matscht das manchmal so ein bisschen. So. Und dann ab in den Ofen, 15 Minuten und da kommen super Pizzabrötchen raus. Und das gibt es heute, Pizzabrötchen. Okay, alles ist jetzt drin. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Dann mal sehen, ich habe verschiedene Techniken benutzt, wie man da sieht. Da und da und da. Wir schauen einfach mal. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt wird serviert. Augen zu. Und Augen auf. Selbstgemachte Pizzabrötchen. Mit was gefüllt? Thunfisch und Käse. Aber voll blöd, du hast gerade so blöd so gesagt, so, was kann man denn noch mal ein Pizzabrötchen? Hey, du hast es doch voll drauf angelegt. Ich sag Pizza und du, ja, was kann man mit Pizza noch machen? Ja, ich dachte halt, ich habe gesagt, so, man kann ja auch noch andere Sachen mit Pizza und du so, ja, Pizzabrötchen. Ja, aber ich dachte, weil du gestern Pizzabrötchen wolltest, dachte ich, ich mach ja, heute selber welche. Geil aus. Ja, ich habe verschiedene Möglichkeiten ausgetestet. Die sehen hier voll aus wie wenn man sie bestellt. Ja. Und die sehen aus wie die nicht gefüllten. Ja. Und die sehen jetzt voll. Wir probieren auf jeden Fall jetzt mal. Okay. Wie man vielleicht hört, mache ich jetzt als Nachtisch Kuchen für meine Dame, dass ihr immer noch sehr schlecht geht und sie gesagt hat, sie hätte gern Kuchen. Und dann habe ich gesagt, ich mache Kuchen. Wie fandest du die Pizzabrötchen? Mama. Wie? Ich fand sie auch Hammer. Und während der Kuchen jetzt der Teig so schlägt, räume ich ein bisschen die Küche auf. Guckt euch mal an, wie süß Juli liegt. Ja, hallo, ja. Und bevor das Ding jetzt in die Luft geht, mache ich es lieber mal aus. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Oh, das war kurz in die falsche Richtung. So, der Kuchen ist jetzt drin. Und ich muss jetzt noch ein bisschen aufräumen, mache gleich die Glasur. Und dann gibt es leckeren, leckeren, schmaftigen Kuchen. Schokolette, Mones Lieblingsschokokuchen. Ne, Schatzi? Saftig, maftig, knaftig! So, Mone bringt den kleinen Racker jetzt ins Bett. Wir haben uns einen chilligen Abend gemacht. Ich habe ein bisschen gezockt. Mone hat gearbeitet am iPad und hat ein paar coole neue Story-Elemente erstellt. Yeah. Und, ich werde jetzt den Wecker die Nacht das erste Mal ausprobieren. Ich habe mich jetzt erstmal für ihn entschieden. Für den Oldschooler. Mal gucken. Wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist ehrlich gesagt, dass der keine Schlummerfunktion hat. Weil wenn ich den jetzt einmal ausmache, dann. Ja, also ganz ehrlich, der war so laut gerade. Wenn der einmal klingelt, dann. Ist man, glaube ich, hellwach, ne? Ja. Wahrscheinlich werfe ich den irgendwann gegen die Wand. Ja, wir machen uns jetzt erstmal ganz entspannt noch und gucken einen Film. Ist noch gar nicht so spät, erst 10 Uhr. Noch mit dem Kleinen im Bett ein bisschen kuscheln und dann geht ab ins Bett. Guten
guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich auch mal wieder persönlich bei euch. Ich bin von den Toten auferstanden. Es ist schon wieder 10:30. Ich habe bis 10 Uhr geschlafen. Also klar, nicht durch. Ich war mit Juli draußen und habe ihm sein Futter gegeben und so ein Kram. Aber ja, mir geht's schon ein bisschen besser als gestern. Mir ist nicht mehr ganz so schlecht und ich habe nicht mehr ganz so Muskelkater im ganzen Körper. Aber ich fühle mich trotzdem irgendwie immer noch total überfahren, keine Ahnung. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, gestern einfach mal nichts zu tun. Ich muss auch schon ehrlich sagen, mir war extrem langweilig. Also ich hatte ja früher echt so eine Phase gehabt, wo ich, als ich noch meine Ausbildung noch nicht gemacht habe, wo ich monatelang jeden Tag zu Hause war und einfach nur auf der Couch gelegen habe und Fernsehen geguckt habe und ich fand's geil. Und gestern war einfach ein Tag lang wieder so und ich dachte mir so, nein, das ist schrecklich. Ich fand das so schlimm. Ich wollte die ganze Zeit was tun. Ich habe dann auch einmal die Spülmaschine ausgeräumt. Danach ging es mir schon wieder mega schlecht. Ich dachte so, okay, Mone, lass es einfach mal gut sein. Ich weiß nicht, jetzt heute Morgen, wie gesagt, geht es mir schon ein bisschen was besser. Ich würde eigentlich gerne wieder voll durchstarten, aber Kobi hat gesagt, ich soll mich heute jetzt auch nochmal ausruhen, weil sonst verschleppt man das und dann kommt das wieder. Und ja, ich habe mich aber jetzt trotzdem mal an den Laptop gesetzt hier und werde jetzt ein Video schneiden. Das ist ja nicht viel körperlich anstrengend, was ich jetzt hier machen muss. Hauptsache ich tue was und ich wollte gleich eventuell was Wäsche waschen. Aber ja, mal schauen. Ich werde mich auf jeden Fall noch ausruhen. Denn am Samstag steht etwas sehr Cooles an. Da werden wir euch natürlich wie immer mitnehmen. Aber dafür muss ich fit sein. Das steht fest. Genau. Und eine Sache wollte ich auch noch erzählen. Diese Nacht, beziehungsweise heute Morgen, das war so witzig. Kobi hat euch ja gestern Abend erzählt, dass er den Retro-Wecker behalten möchte. Und ich habe, also er möchte so einen Wecker halt schon, ich glaube, seit einem halben Jahr oder sowas. Und ich sage halt die ganze Zeit zu ihm, Schatz, diese Retro-Wecker sind so ätzend. Nein, das ist einfach nur so ein ganz lautes Drrrr und davon wirst du einfach so unentspannt wach. Ich verstehe das gar nicht. Ich würde viel lieber mit so einem Vogelgezwitscher wach werden oder keine Ahnung. Er sagt so, nee, davon werde ich aber nicht wach. Ich brauche was Hartes und so. Und ich sage so, okay, dann habe ich ihm den ja jetzt bestellt. Und gestern Abend hat er ja zu euch gesagt, er würde lieber ihn behalten. Heute Morgen. Er war so sauer, als dieses Ding losgegangen ist. Das war so unfassbar laut und ich schlafe ja mit Ohrenstöpseln und ich habe das schon extrem laut wahrgenommen. Und Kobi hat nur auf diesen Wecker geschlagen. Ah, was ist das denn für ein ätzendes Teil? Ich sag so, ja, war doch logisch. Und dann meint er so, nee, ich glaube nicht, dass dieses Ding eine Schlummerfunktion hat. Und meint so, nee, er wird den auf gar keinen Fall behalten. Deswegen drucke ich jetzt gleich auch schon direkt hier mal das Rücksendeetikett aus. Und dann schauen wir uns heute mal zusammen den neuen an. Aber ja, ne, ihr kennt mich, Monotalk. Ich habe schon wieder 3 Minuten geredet. Deswegen werde ich mich jetzt auch hier von euch verabschieden im Namen von Kobi und mir. Verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat oder wir hoffen es. Und wenn ja, dann dürft ihr dem Vlog gerne einen Daumen nach oben geben und einen lieben Kommentar schreiben. Wie immer lesen wir uns das Ganze durch. Und ja, ihr dürft uns auch sehr gerne kostenlos abonnieren und auf Instagram folgen. Da sind wir sehr, 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 sehr aktiv. Gerade ich, Kobi, drücke ich jetzt noch so ein bisschen in die aktive Schiene. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog, den wir dann heute wieder starten. Mit einer richtigen Kamera auch und nicht dem Handy. Und dann würde ich sagen, wir haben euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.